Ich habe einen Bot gefunden, welcher selbstständig die Kryptomärkte verfolgt und ganz alleine tradet. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie gut klappt das? Kryptowährungen brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht zu erklären, sonst würdet ihr das Video ja nicht gucken. Aber ganz einfach gesagt, Kryptowährungen sind das Gold des Internets. Und was kann man auch mit Gold machen? Richtig, traden. Ich habe nämlich eine Webseite gefunden, die mega viele Optionen anbietet. Unter anderem auch Krypto-Trading-Bots. Und das sind auch nicht wenige. Dadurch, dass ich rechne, dass ich in diesem Video mein ganzes Geld verlieren werde, womit ihr halt auch rechnen solltet, werde ich in diesem Video auch nur eine Summe von maximal 100 Euro knapp verwenden. Nur um letzten Endes die Frage zu klären, schaffen es die Bots, dass ich am Ende von 7 Tagen quasi passives Einkommen bekommen kann? Oder muss ich wieder im Casino spielen, um mein Geld dann irgendwie zurückzugewinnen? Okay, und um jetzt unseren eigenen Bot zu erstellen, zu createn, müssen wir erstmal auf die Webseite Pionex gehen. Dort gehen wir dann nämlich erstmal auf hier Futures und dann auf den Futures Trading Bot, denn damit werden wir in diesem Video hier hantieren. Daraufhin gehen wir hier auf Futures Gridbot erstellen hier ein, suchen uns einen aus, welchen wir benutzen wollen. Vorher sei halt noch gesagt, dass das Ganze hier traden ist und wir lassen wie gesagt einen Computer für uns traden und ein Bot, worüber wir ja wirklich keine Entscheidung haben. Das heißt, benutzt wirklich nur euer Geld, welches ihr letzten Endes verlieren könnt. Denn es kann wirklich sein, dass wenn ihr ohne Stop-Loss spielt bzw. tradet, dass ihr euren ganzen Account verliert. In diesem Video hatte ich immer einen Stop-Loss benutzt und ich habe den Trade bzw. die Bots auch immer gut im Blick gehabt und das solltet ihr auch machen. Man kann damit echt gut Geld verdienen, aber man muss halt wirklich aufpassen und es ist halt keine Spielerei, sondern es geht hier halt um echte Finanzen letzten Endes. Deswegen vorab wollte ich das hier nur nochmal sagen. Und wie viel Geld ich dann tatsächlich in den 7 Tagen noch kriege, sollte und was für eine Gesamtrendite wir projizieren konnten, war ehrlich einfach nur insane. Ich gehe, weiß nicht, Bitcoin ist für mich zu Mainstream, sag ich mal so. Ich gehe in einen Ethereum-Bot rein. Müssen jetzt halt mal gucken, welchen wir nehmen. Ethereum USD Tether. Das sieht doch gut aus. Und dann gehen wir hier in den, ich würde sagen, aktuell eher moderaten Bot. Aber hier ist das Gute daran, dass ihr halt je nach Risikobereitschaft und natürlich nach eurem Kapital, ja bereit seid, hier zu verlieren. Ausgewogen wäre zum Beispiel ein 10er Leverage. Okay, und in meinem Fall, ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen den ausgewogenen. Ich meine, nicht aggressiv, nicht moderat. Das heißt, wir nehmen kein Ende von dem großen Spektrum, sondern gehen jetzt mit einem 10er Leverage da rein. Das heißt, Bullischer Trend ausgewogen auf Ethereum, USD Tether, Perpetual, Copybot. Dann geben wir hier unseren Betrag ein. Ich probiere das jetzt erstmal nur mit 100 US-Dollar aus. Und den habe ich auch zum Anmelden hier bekommen. 100 US-Dollar Bonus. Deswegen steht hier auch Copybot mit Bonus. Jetzt kopieren. Hebelwert 1000 US-Dollar. Das heißt, wir spielen hier mit 1000 US-Dollar. Wenn wir 100 erstmal reinballern. Erfolgreich erstellt. Futures Grid sollte aktiv sein. Wir haben einen geschätzten Liquidationspreis von 2800 US-Dollar. Was, wenn ich mal hier die Chart anschaue, eher unwahrscheinlich ist, dass wir das hitten. Also das wäre hier unten die Linie. Aber wie volatil Krypto sein kann, sollte ich dann doch noch lernen. Ja, und so einfach habe ich jetzt meinen eigenen Futures Grid Trading Bot erstellt. Bin gespannt, ob der jetzt gut läuft, ob ich da jetzt selber Profite nehmen muss, denn das ist das allererste Mal, dass ich hier einen Bot jetzt kreiert habe. Ich lasse den Bot jetzt einfach mal die nächsten Tage jetzt laufen. Der wird 24/7 jetzt an sein und VPN brauche ich da jetzt auch nicht, dadurch, dass wir es auf der Webseite machen. Ich werde euch updaten, falls irgendwas passiert. Danach bin ich zur Sicherheit einfach auf einen Shortbot eingegangen, um zu gucken, welcher von denen am Ende besser performen wird. Am nächsten Tag hatte der Bot direkt auch schon gute Profite mitgenommen, aber was mit dem anderen Bot dann noch passiert ist, ja, schaut es euch einfach nur selber an. Okay, ich habe halbwegs gute Neuigkeiten und zwar, der eine Bot, der läuft immer noch relativ profitabel, also unser Short Ethereum Bot hat aktuell 28 bis ja ca. 29% Profit. Was für ein Trading Bot schon eigentlich relativ gut ist. Ich meine, okay, wir haben einen 10er Hebel, da könnte man schon mehr erwarten, aber ich meine, okay, es sind immer noch ca. 30 US-Dollar, die wir hiermit verdient haben. Tatsächlich ist unser Longboard leider rausgeflogen, dadurch, dass halt der Preis ein bisschen gefallen ist und deshalb profitiert auch natürlich der Shortbot, aber wir hatten einen Stop-Loss drin bei dem Longboard mit 25 US-Dollar, also sind wir da bald bei Break-Even. Aber das Coole hierbei ist halt, soweit ich das hier halt verstanden habe, ist es nämlich, dass der Bot jetzt eine Grid-Strategie benutzt, das heißt, er wird immer wieder kleine Profite einfahren, das heißt, wenn der Preis fällt, dann wird er dort verkaufen. Und wenn der Preis steigt, wird er dort wieder einkaufen. Und das immer hin und her, das ist halt ein Gridbot. Und somit, wie ich das jetzt verstanden habe, nimmt er auch nebenbei Profit mit. Ich weiß nicht, wo ich mir das hier anzeigen lassen kann, wie viel der insgesamt gemacht hat. Tatsächlich war das halt mega einfach, sich das anzeigen zu lassen. Ich weiß nicht, warum ich zu diesem Zeitpunkt so einen mega Gehirnschaden hatte. Aber wie viel Geld wir dann mit dieser Grid-Strategie unabhängig von dem Ethereum-Preis gemacht hatten, das war insane. Das seht ihr dann am Ende. Aktuell ist der Profit, wie gesagt, bei 28%. Bin dann gespannt, ob da nochmal mehr was geht. Aber wenn ich tatsächlich mit dem Bot
über, keine Ahnung, 30-40% Profit ja, hinkriegen sollte, dann lohnt sich das ja auch mal definitiv mit 1000 Euro auszuprobieren. They don't want you to work. Der Bot ist immer noch stabil am Laufen. Wir sind aktuell bei 29%. Vielleicht kratzen wir bald die 30 an. Hätten vielleicht sogar die Variante mit mehr Risiko nehmen sollen, damit das hier, ja, sag ich mal, noch schneller geht. Also ich meine, einem geschenkten Gold soll man nicht ins Maul schauen, aber 30% nehme ich definitiv mit. So, im Nachhinein würde der Bot, glaube ich, mega gut in einem Seitwärtsmarkt funktionieren. Denn ich habe herausgefunden, wie ich mir die Buy- und Sell-Orders anzeigen lassen kann. Und wir sehen halt, jede rote Linie ist eine Verkaufsorder und jede grüne Linie ist halt eine Kaufsorder. Und wenn wir da halt in einem Seitwärtskanal wären, dann würde er immer oben verkaufen und unten kaufen und die ganze Zeit ein Hoch und Runter, ja, Ping-Pong spielen. Das, was man halt unter einem Gridbot versteht. Deswegen würde der Bot, glaube ich, mega heftig funktionieren, wenn man nicht in einem Trend gefangen ist. Aber hey, über die Profite, die wir da noch machen sollten, darüber sollte ich mich nicht beklagen. And I'll finish with a quote from my late father. Und das Heftige bei dem Bot ist halt auch, dass man ohne Erfahrung und ohne, ja, Wissen Geld machen kann mit den Bots auf Pionex. Also das ist wirklich insane, denn in diesem Video habe ich wirklich nur einmal den Bot aufgesetzt. Klar, ich habe den Bot in beide Richtungen aufgesetzt, Long und Short, und was dann damit noch passiert ist, erkläre ich euch gleich. Aber auf der Webseite gibt es halt noch viele andere Bots, die ich definitiv noch testen werde, und falls ihr dazu auch noch ein Video sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und das Heftige hierbei ist halt auch, wenn ihr mit dem Link in der Beschreibung euch bei Pionex anmeldet, dann kriegt ihr diesen gleichen Bonus, den ich hatte, mit diesem US-Dollar, und somit könntet ihr dann theoretisch auch so ein Gridbot ganz einfach erstellen. Falls ihr was Riskanteres haben wollt, dann geht auf Solana oder nicht auf Ethereum oder Bitcoin, die zwei Mainstream-Kryptowährungen. Aber basically dann free money, falls ihr damit Profit machen solltet, so wie in unserem Fall. Denn jetzt kommen wir mal dazu, was mit den Bots hier passiert ist. Und einerseits müssen wir nämlich minus 25 Euro rechnen, dadurch, dass unser Longbot den Status erreicht hatte, und das sind ja knapp minus 25% gerechnet, also minus 25 US-Dollar. Aber das Heftige hierbei ist halt auch, also minus 25% ist halt schon heftig, aber unser Short Ethereum Bot, der hat echt rasiert, und ich habe ja gesagt, über 30% werde ich den Bot schließen. Ich habe den bei knapp 31% im Profit geschlossen. Tatsächlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt verkackt, den Bot wirklich zu schließen, und ich habe mal heute auf die App geguckt und tatsächlich ist der Bot immer noch am Laufen. Insgesamt der Profit von 33,99%, also knapp 34%. Davon ist der Grid-Gewinn, also von dem Bot allein, 28 US-Dollar, und der unrealisierte Profit ist gerade bei 5%. Okay, 31 US-Dollar, ich meine, wir haben mit 100 US Dollar, sag ich mal, nur gespielt, was relativ wenig ist. Und wenn wir das mit 1000 Euro gemacht hätten, hätten wir jetzt über 300 Euro bzw. US-Dollar gemacht, was innerhalb von 7 bzw. jetzt dann 9 Tage passiert ist, schon relativ gut ist. Wir haben nichts gemacht, wir haben den Eimer aufgesetzt, in beide Richtungen sogar. Und der eine ist ja sogar ins Minus gefallen, und wir haben jetzt quasi einen rohen Profit von 6 US-Dollar. Oh mein Gott. Ja, das hat sich tatsächlich irgendwie mit dem Kopf besser angehört, aber knapp 6 US-Dollar haben wir Profit rausgeholt. Ich meine, 31%, wenn wir halt den richtigen Bot instantly hitten, ist natürlich okay. Aber dadurch, dass wir zwei Bots eingegangen sind, ja, hat es jetzt bei uns nicht so gut geklappt. Vielleicht wäre das ja ein Ding, was man über 30 Tage oder über ein paar Monate hinweg testen sollte. Und vielleicht dann auch sogar mit 1000 Euro. Also jetzt nicht nur mit 100 US-Dollar, sondern wirklich mit 1000 Euro. Man muss hierbei aber halt sagen, dass es immer noch Kryptowährungstrading ist. Und falls ihr, wie gesagt, nicht so viel Ahnung habt, würde ich euch davon abraten. Dadurch, dass es einfach Spielen an Finanzmärkten ist. Aber ich habe unter anderem auch Kryptowährungen getradet, ganz alleine ohne Bot. Und ob ich damit viel oder noch mehr Geld gemacht habe, das seht ihr in diesem Video. Warum ich das gesagt habe, das seht ihr dann gleich.